Jetzt geht's los. Ich drücke richtig drauf, ne? Ich sehe das nicht. Das wird vielleicht der Tag sein, wo ich die örtliche Klinik hier zum ersten Mal von innen sehe. Heute werden wir Lampen anhängen, das heißt, wir haben dann auch endlich mal Licht nach knapp einem Monat hier drin wohnen. Ja, toll. Hä? Zählt nicht. Es ist auf jeden Fall die letzte große Aktion, die wir hier in der Wohnung machen müssen, bevor wir alles vollstellen können. Ja, so wie es aussieht, sind wir echt zu dumm, eine Lampe anzubringen. Also war das alles für'n Arsch. Umsonst. Ach komm, Alter, heute läuft echt gar nichts. Richtiger Mülltag. Moin Leute, ich bin schon wieder. Oh, es heilt. Ja, ich begrüße euch zu einem neuen Video auf dem geilsten Zweitkanal der Welt, nämlich meinen. Schon wieder Yannick, ich dafür heil's hier nicht. Vielleicht habt ihr es schon gesehen, wir haben wieder absolutes Chaos hier. Wir sind nämlich jetzt kurz davor, den Boden einmal zu reinigen, den Teppich. Wir haben uns im Baumarkt so ein Gerät ausgeliehen, kann man beim Turm in dem Fall bei uns einfach machen, zahlt man ein bisschen Kaution und dann kann man seinen Teppich wieder schön machen. Hier in diesem Raum haben wir es schon probiert, gestern nämlich. Es ist auf jeden Fall besser geworden. Solche hartnäckigen Flecken wie sowas kriegt man halt einfach nicht mehr raus. Ich habe keine Ahnung, wie lange dieser Teppich hier schon drin ist. Aber es gibt auf jeden Fall ein gutes Gefühl. Wir starten mal rein mit einem kurzen Update zur Wohnung. Was hat sich getan? Wie ihr seht, Arbeitszimmer ist komplett vollgestellt. Eigentlich ist es so eingerichtet, dass ich hier schon so ein bisschen arbeiten kann. Gestern war hier, wie gesagt, alles wieder draußen, weil wir den Teppich einmal gereinigt haben. Regale und so gibt es nach wie vor nicht. Ich warte jetzt ab, bis ich vom Roadtrip wieder da bin. Vielleicht habt ihr es mitbekommen auf meinem Kanal Konservative Kraftfahrzeuge. Werde ich zusammen mit Jens in dem Moment, wo ihr dieses Video schaut, auf einem Roadtrip sein. Zusammen mit 1,5 BMW i34 machen wir eine kleine Tour durch Deutschland. Falls euch das interessiert, schaut mal auf den Kanal. Ich gehe mal davon aus, es wird Stand jetzt ein lustiger Roadtrip gewesen sein, beziehungsweise nach wie vor sein. Ja, hier halt es jetzt richtig. Wir schlafen nach wie vor auf der Matratze auf dem Boden. Jasmin hatte hier ihren Schreibtisch stehen, das soll sich im Laufe des Videos auch ändern. Es ist übrigens auch gerade so, dass wir komplett in der Wohnung wohnen. Also wir können alles machen. Wir können kochen, pinkeln, duschen und schlafen. Der Van ist mehr oder weniger komplett leer. Muss jetzt noch winterfest gemacht werden. Also, weiß nicht, alles einmal sauber gemacht. Batterie abgeklemmt. Also von dem Camper, die Batterie hinten, nicht die Autobatterie. Ja, Flur. Abstellbereich nach wie vor. Im Bad hat sich einiges getan. Wir haben eine Waschmaschine. Wir haben auch die Waschmaschine, habt ihr im letzten Video schon gesehen. Wir haben jetzt auch so eine Anti-Rüttelmatte oder wie das Ding heißt. Das müssen wir auch noch installieren. Einen Duschvorhang haben wir mit Duschstange. Optisch sehr geil. Ist übrigens der gleiche. Es ist der gleiche Duschvorhang wie im Camper, oder? Ja, das Minus AFK. Es ist, glaube ich, der gleiche Duschvorhang wie im Camper. So hat man noch ein bisschen heimeliges Gefühl. Wohnzimmer ist komplett voll. Jasmin gießt gerade die Blumen. Nee, das ist unser Sprühsauger, mit dem wir gestern schon gestartet sind. Das funktioniert eigentlich ganz gut. Hast du Bock? Ja, ja, ja. Ja. Es ist auf jeden Fall die letzte große Aktion, die wir hier in der Wohnung machen müssen, bevor wir alles vollstellen können. Ich kann mir immer noch nicht vorstellen, wann das hier alles vollgestellt sein wird, wie das mit Möbeln wird, keine Ahnung. Wohnzimmer ist eigentlich gerade Kleiderschrank, der auf dem Boden stattfindet. Küche auch absolutes Chaos. Die Küche benutzen wir jetzt aber immerhin schon. Eigentlich soll ja auch noch eine neue rein. Da wollte ich doch heute eigentlich noch mal telefonieren, oder? Ja. Soll ich den Typen gleich noch mal anrufen? Ja. Ich rufe den gleich noch mal an. Also eigentlich soll hier noch eine komplett neue Küche reingebaut werden vom Vermieter. Da muss ich gleich mal nachhaken. Abstellkammer gibt es nach wie vor, allerdings haben wir jetzt einen Kühlschrank hier drin stehen, den haben wir zusammen im letzten Video hier hingestellt und der ist jetzt auch befüllt. Das Geilste ist, wir haben jetzt auch wieder einen Tiefkühler, wo jetzt zum Beispiel Tiefkühlpizza drin ist. Und, oh Gott, und das ist halt nach 2 Jahren Vanlife ein absolutes Highlight. Wenn der Ofen sauber wäre, könnte man sich auch mal eine Pizza machen. Allerdings sehen wir es gerade nicht ein, den Ofen sauber zu machen, weil der wird ja sowieso bald ausgetauscht. Heute werden wir Lampen anhängen, das heißt, wir haben dann auch endlich mal Licht, nach knapp einem Monat hier drin wohnen, ohne Lampen. Boden wird gereinigt und Jasmin sucht sich aus, wo ihr Schreibtisch hinkommt. Es wird super, oder? Das wird der Wahnsinn. Ich rufe jetzt. Ich habe ein bisschen Angst, dass wir nicht genug putzen können. Ja, sonst machen wir nur mit Wasser. Ich werde jetzt mal diesen Küchentypen anrufen
Und dann geht's los. Bevor man diesen Nassreiniger nutzen kann, sollte man den Raum auf jeden Fall einmal mit einem normalen Staubsauger aussaugen. Trocken. Das macht Jasmin jetzt gerade. Dieses Gerät ist eigentlich ziemlich nice. Hier hinten kommt Wasser rein plus dieses Reinigungsmittel. Das haben wir uns im Baumarkt besorgt. Dann hat das Ding zwei Knöpfe. Einmal den normalen Sauger und einmal das Sprühding. Dann hat man hier so ein Gerät, wo man dann drauf drückt. Dann zieht man erst einmal nass die Bahn und danach nochmal trocken. Eigentlich super simpel. Hat wie gesagt gestern auch relativ gut funktioniert. Und das müssen wir jetzt nochmal im Schlafzimmer, im Flur und im Wohnzimmer machen. Wieder eine Arbeit, die relativ lange dauert, sehr stumpf ist und wo man am Ende ein vergleichbar kleines Ergebnis hat. Aber es lohnt sich, denn wir wollen es ja schließlich schön haben in unserer Wohnung. Was haben wir hier noch? Ah, meine Deckenlampe. Oh yeah. Ach so, und wir haben uns auch noch Heizungslack besorgt. Weil die Heizkörper, wo sieht man das besonders gut? Hier. Ja, super. Genau, das meine ich. Das ist nicht schön. Und das ist auch eine Kleinigkeit, die man relativ schnell beheben kann. Das nenne ich mal Arbeitsteilung, Leute. Während ich den Raum normal gesaugt habe, hat Jasmin schon angefangen. Und so ziehen wir das jetzt einmal in der gesamten Wohnung durch. Das ist eigentlich auch eine Aufgabe, für die mir die Geduld fehlt, weil es sehr, sehr lange dauert und absolut keinen Spaß macht. Aber wir haben das ja alles gut aufgeteilt. Von daher Vollgas. Alles für die Wohnung, alles für das neue Heim, alles dafür, dass wir uns wohlfühlen. Krass. Ein Raum fertig. Jasmin ist klatschnass. Wir haben Arbeitsteilung betrieben. Ich habe den nächsten Raum schon mal gesorgt. Ich habe ihn nass gemacht. Aber das Krasse ist, Jasmin hat, wie viele Liter gehen da rein? 9 Liter. 9 Liter für das große Zimmer. Ich habe gestern mehr verbraten in meinem Arbeitszimmer für den Boden. Du hast 8 verbraten in dem Arbeitszimmer. Acht. Gestern habe ich es nicht ganz voll gemacht, weil ich nicht wusste. Das heißt, du hast 9 für den großen. Ja. Also, was lernen wir daraus? Jasmin kann das deutlich besser. Hast du gut gemacht. Ja, das geht direkt weiter, ne? Eigentlich können wir direkt weitermachen. Hier ist schon mal alles vorbereitet. Neue Mische. Jim Beam oder was? Und dann direkt hier weiter. I have to fall apart to get to see you again. You only have a heart when mine is bleeding, some kind of friend. So, der zweite Raum ist jetzt auch gemacht. Da wir das Ding nur für einen Tag geliehen haben, ist jetzt eigentlich so ein bisschen das Problem, wie macht man das jetzt? Weil wir ja durch die anderen Räume auch nicht mehr durchgehen können. Das muss erstmal trocknen. Wo kommt der ganze Kram hin? Ich habe jetzt gerade schon angefangen, das alles hier in die Küche und auch auf den Balkon zu stellen. Wie machen wir es am schlauesten, Schatz? Ich weiß es nicht. Also es gibt ja Ecken, wo wir gar nicht drüber laufen. Das ist ja die Frage, ob wir die zuerst machen. Und so was wie diese Ecke da zum Beispiel. Haben wir irgendwo gelesen, wie lange das trocknen muss? Laut Internet 5 Stunden. Ja, ich weiß gerade nicht, wo mein Handy ist. Okay, Leute, jetzt wird's richtig wild. Jasmin zeichnet. Das ist der Raum. Und jetzt ist die Frage, wo macht man zuerst und was stellt man wohin? So, das könnte ich doch zum Beispiel anders machen.
Oder? Und dann kann man das ja nachher umdrehen. Dann machen wir nachher das und dann kannst du hier rüber steppen. So über diesen Gang dann halt. So. So Leute, der Plan steht, das ist der beste Plan der Welt. Wir stellen zuerst alles dahin, dann wird hier drumherum gemacht. Wenn die ganze Scheiße dann trocken ist, wird getauscht, dann steht der Krams außen. Oh, sorry. Das wird mega geil. Bist du motiviert? Oder auch schon in den anderen Räumen. Ja, ist toll. Das ist toll, toll, toll. Die ganze Aktion ist super. Hoffentlich zahlt sich's aus. Also ich saug und du saugst hinterher. Ja. Wir sind das Saugduo aus Mönchengladbach. Das Saugduo könnt ihr buchen. Unsere Webseite ist saugenohneende.de. Das läuft ja zur Abwechslung mal richtig, richtig, richtig geil. Den Raum, bis auf dieses ausgeschnittene Wegstück, schaffen wir auf jeden Fall, beziehungsweise schafft Jasmin mit diesem geilen Nasssauger noch. Da können wir in der Küche auf jeden Fall ganz normal unser Mittagessen zu uns nehmen. Und gerade hat es geklingelt, unser Bettgestell ist gekommen. Das heißt, wir können später noch die Lampen anbringen, dann haben wir endlich Licht und dann können wir auch noch unser Bettgestell aufbauen. Das heißt, heute Nacht werden wir zum allerersten Mal in dieser Wohnung in einem vernünftigen Bett schlafen. Das wird ein ganz neues Level an Wohlfühleffekt, Wohlfühlgefühl, Wohlfühlgefühl. Absoluter Traum. Also den Raum noch durchziehen, Mittagessen. Achso, wir müssen das Ding ja heute Abend auch noch irgendwie zurückbringen, ne? Ja. Ich habe übrigens den Küchentyp erreicht, Leute. Die Küche kommt voraussichtlich in dieser Woche, also in der Woche, wo ihr gerade dieses Video seht. Also wenn dieses Video rauskommt, ist mit Glück schon über die Hälfte von dieser ganzen Küchenaktionsscheiße geschafft. Drückt uns die Daumen, dass das alles gut gelaufen ist. Da kann ja auch sonst was bald passieren, ne? Stell dir vor, die, weiß nicht, reißen auf einmal das Bad raus, weil sie dachten, Bad rausreißen. Das wäre eine Katastrophe. So, bei mir gibt's natürlich wie immer Brot und bei dir, du hast ja so eine Gemüsetüte gesaved, ne? Ja, ich habe Gemüse gerettet, weil ich so uninspiriert war, was ich überhaupt esse. Also das nicht, aber das und das. Und deswegen esse ich jetzt Reste. Also fröhliches Resteessen bei uns. Und dann geht's weiter. Boah, das Ding ist ganz schön schwer, ne? Ja, deswegen. Ach du Scheiße. Das hält doch niemals. Nächster Punkt auf der Liste, liebe Leute, ist die Lampen anzubringen. Das sind solche Dinger hier, die dann quasi so an der Wand hängen. Und die machen auch ein sehr, sehr, hat Jasmin drauf geachtet, ein sehr, wie nennt sich das, warmes Weiß. Ja, also das warme, an der Lampe, ne? Ja, an der Glühbirne. Ein sehr warmes Licht, weil Vorteil bei dieser Wohnung ist, man sieht es vielleicht ein bisschen. Jetzt, obwohl es draußen sehr bewölkt ist, wir haben eigentlich den ganzen Tag Licht in dieser Wohnung, die ist sehr hell. Und wir bräuchten dann nur abends unsere Lampen. Und warmes Licht soll ja dazu führen, dass man nicht die ganze Zeit so wach wird. Also warmes Licht macht müde abends und das brauchen wir. Genau. So, Jasmin liest die Anleitung, wichtig und richtig. Was steht drin? Lass mich raten. Einfach an die Wand schrauben und Birne rein. Haben wir denn Schrauben? Nee, ne? Da sind doch wohl welche dabei, oder nicht? Da sind irgendwelche komischen Dinger dabei. Wie haben wir denn Schrauben? Jetzt sag nicht, wieso sind denn da so Handschuhe bei? Das weiß ich auch noch nicht so genau. Oh nee, jetzt sag nicht, obwohl wir so dumm waren und nicht dran gedacht haben, dass wir nicht nur Dübel brauchen dafür, sondern auch Schrauben, haben wir einmal Glück im Leben. Ist das nicht geil? Einfach positives Mindset und dann wird das auch. Nein, Spaß beiseite. Ich habe schon wieder die Katastrophe kommen sehen. Aber wir haben Glück. Genau die Dinger, die wir brauchen, sind aus Wunderhand noch in diesem Werkzeugkasten drin. Das ist doch mega, oder? Das heißt, ich kann jetzt fachmännisch, so wie ich das eigentlich jeden Tag mache, diese Dinger in die Wand dübeln. Traust du mir das zu? Nee. Danke. Das wird vielleicht der Tag sein, wo ich die örtliche Klinik hier zum ersten Mal von innen sehe. Deswegen. Das ist alles immer so. Kriegst du das hin? Ich bin mir noch nicht sicher. Geht das? Ja, geht weiter in die Wand auch. Ah, war auch nicht so schlecht. Also,
Das ist aber, also quasi so mehr oder weniger. Ich sehe nicht wirklich viel. So mehr oder weniger und dann. Ja, und dann halt gerade. Ja, das würde aber. Du musst dir überlegen, welche du dir anzeigen. Du hast ja Spielraum dann bei den Linken. Bei den Linken? Oder? Gib mir mal die Wasserwaage. Dann jodel ich jetzt hier. Wo kommen die Dinger rein? Kannst du hier aussuchen. Also, dann mache ich den Äußergang. Das hält, glaube ich, besser. Ja, nee, so nicht. Wieso? Du musst dann schon. Also sind links drei und sind rechts drei. Du kannst nicht rechts den in der Mitte nehmen und ja, links. Ja, warum sind die denn nicht gleich? Das ist, weil einer dir immer Spielraum gibt. Also der. Ja, am besten nimmst du da die Mitte davon. Laut Wasserwaage ist das gerade. Ja, wenn man so von der Schräge. Ja, weil die Schräge. Guckt, ja. Das sieht das ganz komisch aus. Ich jag das da jetzt rein. Scheiß drauf. Ey, das ist jetzt kein Witz. Ich habe in meinem Leben noch nie selber eine Lampe angebracht. Aus Gründen, die die Techniker Krankenkasse sicherlich verstehen wird. Und auch, weil ich immer Leute hatte, zum Beispiel mein Vater, lieben Gruß an dieser Stelle, die das einfach besser können. Aber heute wird mein großer Tag. Jetzt geht's los. Ich drück richtig drauf, ne? Ich sehe das nicht. Schatz, das dreht doch schon irgendwie durch. Man muss ja nicht komplett rein. Du siehst doch, wie der oben drin ist. Der muss nur auf die Wand, so wie der oben. Aber der ist ja komplett drin. Ich sehe es nicht. Ja, deswegen. Guck doch mal an der Seite, Mensch. Ich sehe es auch hier nicht. Ich pass auf die Leiter, ich sehe gar nichts. Der sieht schon zu weit drin aus. Zu weit drin? Der guckt doch noch einen Zentimeter raus. Ja, genau. Jetzt lass mich doch erstmal gucken. Ich sehe es von hier unten nicht. Wie soll ich dich denn gucken lassen? Na, entweder ziehst du ihn noch mal raus und lässt mich gucken. Dann zieh ich dich. Also, guck mal an, wie ich aussehe, ey. Ah, ja. Aber hast du verstanden, was ich meine? Wie der oben. Ja, der muss doch ganz rein. Ja, ganz rein. Aber nicht. Also die oberste Platte muss doch sichtbar sein. Und die sah aus, wie wenn du schon in die Wand gedrückt hast. Ja, toll. Hä? Zählt nicht. Aber wieso ist der andere so gut da drin? Das weiß ich nicht, Schatz. Wenn ich ziehe, kommt das ganze Ding wieder raus. Perfekt. Nein, nicht perfekt. Neuer Plan. Ja, so wie es aussieht, sind wir echt zu dumm, eine Lampe anzubringen. Irgendwie. Keine Ahnung. Falsche Dübel. Was weiß ich. Ich habe doch eh keine Ahnung von der Scheiße. Die hat Jasmin gekauft. Sehen erstmal gleich aus, mehr oder weniger. Jetzt haben wir ein schönes Loch in der Wand, wo nichts dran hält. Super. Ich habe die ganze Fresse mit diesem Staub voll, ne? So, ein riesen Ehestreit später und eine halbe Stunde später sind die Dinger jetzt drin. Das sieht absolut beschissen aus, da brauchen wir nicht drüber reden. Aber hier ist er einfach so durchgerutscht, hat gar nicht gehalten. Da hält er jetzt. Okay, das Ding sieht echt scheiße aus, Mann. Ich glaube, wir müssen den andersrum anbringen, damit wir ein bisschen ausgleichen können. Wie andersrum? Na, wir haben ja immer so gemessen, aber ich glaube, so können wir den vielleicht noch ein bisschen gerade kriegen. Okay, naja, jetzt bin ich mal gespannt, ob das hält. So. Oh. Ja. So, ich übere jetzt nur noch, jetzt ist ja nur noch festschrauben und dann gucken wir mal, wie das aussieht. Oh Mann, ey. Und okay, also mit vereinten Kräften haben wir jetzt versucht, diese Lampe daran zu kriegen. Das Problem ist, dass die durch die schräge Wand halt nach vorne kippt und diese Halterung sich dann oben löst. Und somit hält sie nicht. Also war das alles für den Arsch, umsonst. Wir haben jetzt zwei riesige Löcher, die komplett scheiße aussehen in der Wand. Und keine Lampen. Wir haben Dübel für eine neue Lampe. Ja, wenn aber das die, genauso passt. Ich wollte gerade sagen, die Dübel müssen dann ja auch perfekt passen in das andere. Oh, echt, ich habe keinen Bock mehr auf die Scheiße, wirklich. Also wie kann man denn ein Haus... Es gibt ja Leute, die kaufen ein altes Haus und renovieren das. Das kann ich nie im Leben machen, ich würde durchdrehen. Nachdem das ja im Wohnzimmer schon gar nicht funktioniert hat, habe ich versucht, ich habe mir hier vom Grabbeltisch im Baumarkt so eine reduzierte Lampe geholt. Und ich habe extra versucht, die Löcher zu nehmen, die schon da sind. Das Ding ist der letzte Müll. Oder es liegt einfach daran, dass das Kabel zu lang ist. Auf jeden Fall ist dieses Erdungsding von der Lampe abgebrochen. Das heißt, ach komm, Alter, heute läuft echt gar nichts. Richtiger Mülltag. Wenn es schon schief geht, dann alles. Jasmin meinte aber, es ist ähnlich wie im Van. Man könnte jetzt einfach hier so ein Verbindungsstück hinbauen und die Erdung quasi selber wiederherstellen. Vielleicht kann man das Kabel auch kürzen. Aber ich habe echt keinen Bock mehr. Also
Für sowas bin ich nicht gemacht. Den ganzen Tag irgendwie so ein Scheiß, der dann auch noch nicht funktioniert. Deswegen versuchen wir jetzt nochmal das Bett aufzubauen. Aber ganz ehrlich, ich ahne Schlimmes. Ein Bett. Es funktioniert. Wobei auch da muss man sagen, die eine Schraube ging nicht rein. Da wollten wir noch eine längere holen. Wir haben sogar noch welche über. Eine als Ersatz jeweils. Okay. So sieht das Ganze jetzt aus. Es ist der absolute Traum, oder? Es ist toll. Aber es ist schwarz. Schwarz ist gut. Meinst du, der Durchgang hier ist? Der Durchgang passt. Gut, hier kommt vielleicht noch ein Schrank oder so hin. Aber müssen wir halt da müssen, nicht zu doll sein, müssen wir danach gucken. Nee, das passt. Vor allem jetzt kann man auch endlich mal wieder abends im Bett sich irgendwo anlehnen, so mit ja, doch. Ich find's gut. Oh, Leute, da hat das ja doch alles noch ein gutes Ende genommen. Jetzt kann man das auch Schlafzimmer nennen, weil Bett. Man kann theoretisch unter das Bett irgendwas stellen. Zum Beispiel irgendwie Müll oder so, das da runter. Ja, Leute, also das. Das mit den Lampen fuckt mich schon hart ab, ey. Ich weiß nicht, ich habe aber auch von sowas keine Ahnung. Ich habe sowas noch nie gemacht. Und dann, wenn das alles nicht funktioniert, kickt ADHS bei mir rein und dann ist es einfach vorbei. Deswegen ist es gut. Ja, du testest? Was genau testest du da jetzt? Wenn du mir meintest, es ist so hart auf dem Boden. Guck mal, das gibt schon mehr nach mit dem Lattenrost hier. Jetzt merke ich auch, wenn du dich da drauf stützt und so, ey. Echt? Ich kann keinen Bock. Geht das hoch? Das ja. Lass uns das mal testen. Mach mal, geh mal hoch. Stimmt, jetzt sack ich voll ein. Ja, das ist doch in Ordnung, Mensch. Das wird sich alles noch setzen. Apropos, alles wird sich noch setzen. Ich werde mich jetzt auch erstmal setzen. Mir tun nämlich die Füße weh. Du setzt den. Ja. Ach stimmt, wir müssen noch den scheiß Boden da machen. Du machst den Boden, ich mache hier den Müll ein bisschen. Du musst noch wegräumen, bevor du den Boden machst. Ach, scheiße, das ja auch noch. Ja. Oh, ist echt ein scheiß Tag heute. Naja, trotzdem danke fürs Zuschauen. Das gehört auch mal dazu. Es ist halt manchmal auch einfach nervig. Und so einen Tag habt ihr jetzt erwischt. Das ist hier Realistic YouTube. Danke fürs Zuschauen. Lasst einen Daumen nach oben da. Schreibt zumindest einen netten Kommentar, damit ich beim Kommentarlesen ein Lachen im Gesicht habe. Und wir verabschieden uns. Tschüss. Tschüss.